Artikelnummer SCP-176, Objektklasse Euklid, Sonderverwahrungsverfahren. SCP-176 ist vor Ort unter dem Deckmantel einer industriellen chemischen Kontamination zu verwahren. Alle Zivilisten, die versuchen, in SCP-176 einzudringen, müssen festgenommen werden. Es müssen mehrere Hochgeschwindigkeitskameras im Beobachtungsraum aufgebaut werden, welche mit kontinuierlich laufenden Analyserechnern verbunden sind. Wird eine Abweichung in der aufgezeichneten Reihenfolge der Ereignisse festgestellt, sind alle aufgezeichneten Daten sofort zu sichern und die leitenden Mitarbeiter zu benachrichtigen. Beschreibung: Bei SCP-176 handelt es sich um eine verlassene chemische Fabrik in der Nähe von Daten gelöscht. Das Gebäude besteht aus einer Fabriketage und einem Beobachtungsraum im zweiten Stock, der durch Einwegspiegel vom Hauptraum getrennt ist. Es gibt drei Eingänge zum Gebäude. Ein Ladedock mit drei Einschüben, dessen Türen verschweißt sind, ein Mitarbeitereingang im Erdgeschoss, ein Eingang zum Beobachtungsraum im zweiten Stock, der über eine Metalltreppe am nördlichen Ende des Gebäudes zugänglich ist. Wenn das Hauptgebäude über die Laderampe oder den Mitarbeitereingang betreten wird, können keine Anomalien beobachtet werden, sondern lediglich ein leerer Raum, der stark verfallen ist und eine kleine Menge metallischer Abfälle beinhaltet, welche mit den Erwartungen an eine leerstehende Fabrik übereinstimmen. Die Innentreppe zum Beobachtungsraum fehlt und dieser ist dadurch aus dem Innenraum heraus unzugänglich. Bisher ist jeder Versuch, den Beobachtungsraum über das Innere der Fabrik, sei es durch die Zugangstür oder durch die Fenster, zu betreten, gescheitert. Wenn der Beobachtungsraum über die Außentür im zweiten Stock betreten wird, erscheint dieser in dem gleichen verfallenen, verlassenen Zustand wie der Rest der Fabrik. Wird jedoch die Fabrikhalle durch die Fenster des Beobachtungsraums betrachtet, zeigt sich die anormale Eigenschaft von SCP-176. Der Blick aus dem Beobachtungsraumfenster zeigt eine sich wiederholende, gleichbleibende Szene, welche etwa 11,3 Sekunden andauert. Durch das Fenster ist ein Raum mit den gleichen Abmessungen und Grundrissen wie die Fabrikhalle sichtbar, jedoch ist dieser weiß gestrichen und sterilisiert. In der Mitte des Raumes befindet sich ein riesiges elektronisches Gerät von unbekannter Funktion, das mindestens 50 Quadratmeter beansprucht und etwa 2 Meter hoch ist. 5 Personen in weißen, sauberen Schutzanzügen scheinen an dem Gerät zu arbeiten. Ungefähr 5,9 Sekunden nach Beginn der Szene schwingt die Tür des Mitarbeitereingangs auf und 4 Personen mit nicht gekennzeichneten schwarzen Körperpanzern betreten den Raum und eröffnen das Feuer auf das Forschungspersonal. Bei der 11,3 Sekunden Marke sendet das Gerät in der Mitte des Raumes einen intensiven Strahlungsblitz aus und die Szene wird in den Anfangszustand zurückgesetzt. Die Analyse von tausenden Instanzen der Szene hat keine Variation im Ablauf der Ereignisse gezeigt. Bisher ist es nicht gelungen, mit der Szene zu interagieren. Alle Versuche, das Fenster oder die Tür aus dem Beobachtungsraum heraus zu durchbrechen, haben gezeigt, dass diese eine Stabilität aufweisen, die nicht mit den Materialien, aus denen sie bestehen sollten, erklärbar ist. Jeder den Fenstern oder der Tür zugefügter Schaden wird mit dem Lichtblitz wieder rückgängig gemacht. Alle Werkzeuge oder Gliedmaßen, die sich zu diesem Zeitpunkt außerhalb des Beobachtungsraums befanden, wurden sauber abgetrennt und nie gefunden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt stellen die Erforschung der Eigenschaften des Geräts sowie die Identität der beteiligten Personen den Forschungsschwerpunkt dar. Anhang 176-1. Weitere Analyse der Personen in SCP-176. Die Analyse hat folgende Informationen über die in der Szene sichtbaren Personen geliefert. Unbekannter Forscher 1. Weiß, etwa 40 Jahre alt, braune Haare und grüne Augen. Steht in der südöstlichen Ecke des Raumes und liest stehend vor einem Monitor. Wird bei etwa 8,1 Sekunden durch automatisches Feuer dreimal in die Brust getroffen und scheint sofort tot zu sein. Unbekannter Forscher Nummer 2. Asiatisch, etwa 35 Jahre alt, schwarze Haare und braune Augen. Steht links von Forscher 1, hält ein Klemmbrett mit nicht entzifferbarer Schrift. Wird bei 8 Sekunden einmal in die rechte Schulter getroffen und fällt hinter dem Gerät außerhalb des Sichtbereichs auf den Boden. Unbekannte Forscherin 3, weiß, etwa 40 Jahre alt, braune Haare mit bernsteinfarbenen Augen. Sitzt an einem Schreibtisch in der südwestlichen Ecke des Raumes und arbeitet an einer Computerstation. Ist außer Sichtweite, wenn die Schießerei beginnt und geht unter dem Schreibtisch in Deckung. Scheint kurz vor dem Ende der Sequenz nach einer Art Waffe zu greifen. Unbekannter Forscher 4, weiß, etwa 45 Jahre alt, braune Haare und unbestimmte Augenfarbe. Steht vor dem Gerät im Nordosten mit dem Rücken zum Beobachtungsraum. Wird bei 7,2 Sekunden zweimal in den Kopf geschossen und sofort getötet. Unbekannter Forscher 5. Männlich, Aussehen unbestimmt, steht in der nordwestlichen Ecke zum Großteil verdeckt. Es wird vermutlich bei etwa 7,8 Sekunden auf ihn geschossen und er fällt außer Sichtweite auf den Boden. Unbekannter Angreifer 1. Männlich, Aussehen unbestimmt, mit einem gedämpften M4A1-Gewehr, betritt als erster den Raum, erschießt Forscher 4 und 5 und bewegt sich dann in Richtung des Geräts.
Unbekannter Angreifer 2. Männlich, aussehend unbestimmt mit einer gedämpften MP5N Maschinenpistole. Betritt als zweiter den Raum, wendet sich nach links und erschießt Forscher 1 und Forscher 2. Dann bewegt er sich schnell nach Südosten. Unbekannter Angreifer 3. Männlich, aussehend unbestimmt, mit einer gedämpften MP5N Maschinenpistole. Betritt als dritter den Raum, dreht sich nach rechts und bewegt sich unter dem Beobachtungsraum. Unbekannter Angreifer 4. Männlich, aussehend unbestimmt, mit einer gedämpften TMP Maschinenpistole. Bleibt an der Tür, gibt den anderen Rückendeckung.